heute wieder zu TIM Talk mit Divian Gemein Sommerfeld. Schön, dass du bei uns bist. Ja, danke. Heute reden wir wieder über Qigong. Heute geht es nur um dich. Wie ist denn dein Weg zum Qigong gewesen, deine Geschichte? Mein Weg ist eher zufällig gewesen zum Qigong. Es hat schon früh angefangen in der Kindheit mit Meditation. Da wusste ich aber nicht, dass ich da eine Übung machte, die Qigong war. Dann viele Jahre später habe ich im Theater Qigong kennengelernt. Dabei wusste ich, aha, bewusst, was ungefähr Qigong ist. Ja. Aber beim Theater üben haben wir Übungen gemacht, Qigong-Übungen, haben auch Yoga gemacht, Atemübungen, alles Mögliche. Und dann bin ich nochmal zum Kung Fu gekommen und der Lehrer hat auch ganz viel Qigong unterrichtet. Und da bin ich richtig dann tief ins Qigong eingedrungen. Der Lehrer sagte sofort zu mir, du machst Meditation, Qigong wird eine große Ergänzung sein. Ach toll. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal, das ist eine gute Idee. Probiere ich mal aus und war erstaunt, wie viel Vielfalt es im Qigong gibt. Ja, und seitdem, das ist so Ende der 80er gewesen, seitdem praktiziere ich Qigong, seitdem lerne ich Qigong. Das ist so eine Sache, die hört nie auf. Immer weiter. Ja, und das mache ich bis heute und bin glücklich damit. Ich unterstütze es in meiner eigenen Gesundheit, in meiner Meditation und habe mein Herz erobert. Toll. Ja, ich wollte gerade fragen, was es für dich auch bedeutet, Qigong. Gibt es dann auch mehr, was dir Qigong gebracht hat? Naja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also, das ist ja schon ganz viel, dass es mein Herz erobert hat. Dass es ein Teil meines Lebens ist, also ein Teil meines Lebens, genau wie zum Beispiel Meditation Teil meines Lebens ist. Es ist eine Berufung geworden. Ich habe eine Praxis gegründet 1990 mit Massage und Qigong. Und ich hätte nie gedacht, dass das diese beiden Dinge, Massage, Körperarbeit und Qigong, mal mein beruflicher Werdegang oder mein berufliches Leben wird. Und das ist es geworden. Und es hört auch nicht auf, dass ich immer noch neugierig bin. Es hört nicht auf, dass ich immer noch Spaß daran habe. Das ist schon toll. Also ich habe Glück. Ja. Ich habe Glück, dass meine Hobbys zum Beruf wurden. Schön. Mal eine ganz andere Frage. Dein Name Divian, der ist ja sehr besonders, sehr exotisch. Genau. Der hat eine besondere Bedeutung? Ja, der hat eine Bedeutung. Da ich ja schon gesagt habe, dass ich sehr viel meditiert habe, habe ich mal einen Namen, diesen Namen bekommen von einem Mystiker. Und der Name bedeutet göttlich. Und ich habe gedacht, okay, ich bin durch diesen Mystiker zur Körperarbeit gekommen. Ich habe auch zum Beispiel Frieden mit der Kirche schließen können, so inneren Frieden, weil ich enttäuscht war über die vielen Kriege und so weiter. Und das war sehr gut für mich. Und da habe ich gedacht, okay, warum nicht? Und dann bekam ich diesen Namen Divya und den habe ich einmal öffentlich gesagt. Und dann ging das wieder in ein Lauffeuer rum und dann habe ich so genannt. Und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich halt noch einen zweiten Vornamen. Aber der hat sich jetzt so manifestiert, dass mein alter Vorname kaum noch genannt wird, der übrigens Luis ist. Viele denken, ich heiße Martin, aber das ist ja nicht so. Ja. Das ist ja mein Nachname, ich heiße ja D. Martin-Sommerfeld. Und Luis ist mein anderer Vorname. Aber Divian, so kennen mich alle und wunderbar. Ja, ist auch ein schöner Name. Ja, danke schön. Vielen Dank auch wieder für diese Einblicke in dein Leben und ins Qigong. Ja, bitte gerne.